Na gut, wir können hier jetzt auch mal vielleicht mal ein bisschen mehr Werkzeug. So. Was bringen wir denn jetzt hier rüber? Vielleicht ein bisschen Kohle? Naja, brauchen wir jetzt auch nicht so viel, aber wir können es ja mal machen. Wir können ja mal 8 Kohle rüber verschiffen. So, und sobald wir jetzt auch wieder genug Träger haben, funktioniert der ganze Warentransport auch ein bisschen solider. Es dauert halt immer ewig, bis sich ein freier Träger findet. Ich könnte jetzt auch schon ein paar von diesen Wohnhäusern hier abreißen, aber ganz ehrlich, ist mir jetzt erstmal wurscht. Okay, die Kohle wurde geliefert. Das Frachtschiff macht sich automatisch auf den Weg, holt die Kohle ab und bringt sie dann direkt hier rüber. Den Anlegesteg, den hätten wir uns eigentlich auch sparen können. Es sei denn, wir brauchen irgendwas von hier da drüben, aber wüsste ich jetzt auch nicht was. Da können wir prophylaktisch schon mal das machen. So, dann haben wir noch einen ganzen Schwung Soldaten. Mit der Eisenerzproduktion, da bin ich jetzt noch nicht ganz so. Also, was ist Produktion? Aber mit der Lieferung. Ich bin hier mit der ganzen Lieferung nicht so zufrieden. Was ist hier los? Ach, ein Hammer braucht der Herr. Stimmt, ja. Machen wir mal so. Gut. Zwei volle Fähren. Ja, jetzt muss es aber mal klappen. Sei denn jetzt mittlerweile der ganze Bereich hier voller Soldaten, aber kann ich mir nicht vorstellen, weil wo sollen sie herkommen? So fies, dass die einfach spawnen, ist aber hoffentlich auch nicht. Evanie der Hammer. Wie schaut's denn aus? Steine sind hier auch immer noch da, das ist gut. Jetzt wird Kohle. Ach, deswegen wird hier auch nichts hintransportiert, klar, weil den keiner belegt hat. Logisch. So, und von den ganzen Siedlern, die da rausgekommen sind, sind relativ wenige übrig geblieben, fällt mir gerade mal auf. Würde ich ganz gerne noch ein bisschen nachlegen. Nur sicherheitshalber, na klar. Ui, ein Lager ist schon voll. Müssen wir bald noch ein neues bauen. Können wir gleich zwei? Ja, so. Kampfkraft 65%, da sind wir jetzt wirklich gut dabei. So, dann die alle noch. Und jetzt aber. Der eine Speerkämpfer, den werde ich mal auch aussortieren. Ich versuche eigentlich immer so wenig wie möglich Soldaten durch unnötige Tode quasi zu verschwenden. Weil es ja schon immer ein ganz schöner Werdegang ist, bis so ein Soldat endlich fertig ist. Da müssen die Lebensmittel hergestellt werden, dann muss es aus der Mine, müssen die Rohstoffe kommen, dann muss die Waffe hergestellt werden und dann geht da noch ein Siedler dafür dabei drauf. Deswegen versuche ich die schon zu heilen, wenn es geht. Aber jetzt in so einem Fall, naja, mein Gott. Ist halt Kriech. Aber Leco Mio, was die hier noch aufgeboten haben und wie viel Schaden die machen. Warum machen die so viel Schaden? Bin ich mit 65% immer noch so niedrig? Wie war denn das? War das früher über 100 oder wie?
bitte nimmt jetzt diesen Turm hier ein. Die Geräusche auch immer so geil. Los, komm jetzt, bitte. Hey. Wunderbar. Ach, hier oben steht noch einer. Na gut. Den kriegen wir jetzt auch noch. Aber dann haben wir die Nummer hier endlich gepackt. Dann haben wir hier unten so viel Platz. Hier können wir jetzt eigentlich eine Wahnsinnssiedlung noch aufbauen. Aber irgendwie bilde ich mir ein, dass es nicht nötig ist. Ich meine, wir könnten jetzt natürlich auch wirklich sagen, okay, komm, wir machen noch. Das Problem ist halt auch, dass hier so viele Rohstoffe jetzt rumliegen. Ja, so viele Baustoffe. Jetzt hier noch was Vernünftiges auf die Reihe zu bekommen, ist schon ein bisschen schwierig. Ein großes Wohnhaus können wir ja zum Spaß mal machen. So, wunderbar. Einmal die Verletzten heilen. Und jetzt können wir uns wenigstens konzentriert nach oben richten. So, kurz mal anders hinsetzen. Alter Schwede. So. Ich glaube, dass wir dann mit der Armee echt schon die Chance haben, auch da oben ordentlich was zu reißen. Ich mag das auch einfach, so mal die Siedlung zu beobachten, wie sie dann entstanden ist, wie sie jetzt aussieht, wie alles funktioniert, ineinander greift, alle arbeiten und wuseln. Mir gefällt das einfach. Ich überlege gerade, ob man hier noch irgendwo was Sinnvolles hinbauen kann. Müssen hier die Bäume auch loswerden. Tja, wir können dann eben gucken, dass wir uns hier noch ein bisschen mit Werkzeugen ausstatten, wie ich es gerade gemacht habe. Je nachdem, ob wir es brauchen. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ist schon ein ganz schöner Weg immer bis hier runter. Können wir denn zur Beobachtung... Ah ja. Passt sogar. Weißt du was? Ich mache jetzt hier noch einen zweiten Bäcker hin. Ja, genau. Mache ich. Hier, wenn dann. Ihr habt auf jeden Fall viel zu wenige Träger. Wie es ausschaut. Ich kann ihm aber jetzt auch nicht großartig was klauen. Ich meine, ich müsste bis hierhin reinrennen irgendwie. Aber ich kann ja aber mal versuchen, was passiert. So zum Spaß. Wenn ich die ganzen Diebe einfach ins Lager hinten hinbringe bei denen. Da was klaue und wieder zurückrenne, ob da einer ankommt. Ich vermute mal eher nicht. Aber gucken wir mal. So, jetzt werden aber Soldaten hier wirklich ordentlich hergestellt. Dann mache ich hier oben mal lieber den Austauschpunkt.
Was ich ein bisschen schade finde, man kann hier noch keinen Sammelpunkt für die Kaserne anbringen, also wo dann sich die Soldaten letzten Endes wirklich sammeln, so wie es eigentlich in den meisten klassischen Strategiespielen, zum Beispiel Command & Conquer, zu dem Zeitpunkt schon der Fall war, dass man es machen konnte. Oder war es da schon der Fall? Nee, siehst du, es kam auch erst viel später. Die Idee kam später. Und die kam dann auch bei Siedler 4, wurde sie dann auch eingeführt. Da hat es dann geklappt. Hallo? Schiffe? Haben die sich jetzt einfach weggedreht und sagen so, nö. Nö, ihr kommt jetzt hier nicht mit. Ah, jetzt. So, ist voll. Ist voll. Auf jetzt. Sind wir Fleischtechnik auch wieder ganz gut am Start. Wo werden wir angegriffen? Ah, hier. Oh, jetzt haben wir schon einige geschafft. Steel Goods. So, und jetzt muss ich aber sneaky zurückgehen, ne? Oh, Jungs. Lauft um euer Leben. Wo kamen die denn jetzt alle her plötzlich? Ach so, weil die entdeckt wurden. Ja, ich verstehe. Jungs, jetzt lauft um euer Leben. Ich darf, glaube ich, auch nicht so nah an die Türme ran, denn auch dann werden die entdeckt, oder? Uiuiuiui. Na, das wird schwierig. Mal gucken, ob der es schafft, alle vier wegzuhauen, bevor sie drüben angekommen sind. Ach nö, ach nein, verdammt. Oh, Priester haben sie auch schon. Was, einen großen Tempel müssen die hier hinten irgendwo haben. Krass. Und die haben die voll entwickelten Soldaten. Also da will ich schon noch ein bisschen dran zu knabbern haben. Und wir machen es einfach wie die Orks. Wir überrennen sie mit der schieren Masse. Quantität schlägt Qualität. Wir werden mal hier nochmal 8 Fleisch rüberbringen. Das wird nämlich da drüben gar nicht hergestellt. Könnte ich jetzt natürlich hier unten anfangen. Wir können hier unten auch noch so ein bisschen Alibi-mäßig, dann machen wir hier noch ein bisschen Holzproduktion. So. Zack. Einfach nur, dass wir das machen, ne? Steine ist hier natürlich ein bisschen schwieriger, wobei können wir hier machen. So. So. Jetzt die Getreidefarm, ne? Machen wir dann noch eine. Hier. Kann die eine nämlich hier anbauen. Die andere direkt daneben. Ne? So ein bisschen ein Gemeinschaftsfeld quasi. Den brauchen wir sowieso nicht mehr. The Army. So, ich bin gerade am Überlegen, wie viele Soldaten wir wohl da drüben brauchen. 69% Kampfkraft. Bin ich mir nicht sicher. Können wir eigentlich... Ja, wir haben, glaube ich, einfach nur zu wenig Träger hier drüben. Wir haben einfach nur zu wenige Träger. Es dauert noch eine Weile, bis wir das Ding jetzt fertig haben. Aber ich merke, jedes Mal, wenn wir hier Hämmer und Schaufeln bauen, sind die nach kurzer Zeit weg. Also da haben wir auf jeden Fall Bedarf. Alter, was hat der denn hier noch alles gebaut? Krass. Oh, der legt richtig los. Da haben wir ein bisschen was zu tun. Da werden wir ein bisschen was zu tun haben. Schauen wir mal. Vielleicht können wir ja... Ach, das machen wir mal. Wir werden den mal ein bisschen in den Hinterhalt stellen. Wir werden von vorne angreifen. Und dann aber gleichzeitig auch hier hinten mit Schiffen
ein paar weitere Soldaten hinbringen. Lass mal gucken, wir werden von vorne angreifen und sobald wir da auf Soldaten dann treffen, wissen wir, dass er ein paar von hinten abgezogen hat und dann werden wir ihn von hinten überraschen. Da muss ich jetzt natürlich mal beeilen hier. Ich glaube, ich produziere schneller Soldaten, als die Werft Schiffe macht. Aber gut. Dann ist es halt so, ne? Ich glaube, da brauchen wir hier jetzt noch eine Sense. Jetzt wird es langsam so ein bisschen frickelig. Frickelig und frimelig. Wo sind denn die Geologen? Hier ist einer. Da ist der andere. Okay, ich würde die gerne mal nach hier unten verfrachten. Denn ich würde hier gerne noch mehr Gold aus der ganzen Angelegenheit holen. Ah, halt, warte mal. Gold war aber nicht dort ganz unten, sondern... Dies war hier. Glaube ich zumindest. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir dort ein bisschen Gold gestohlen haben. Krass, wie viele Werkzeuge jetzt hier auch noch rumliegen, ne? Also Äxte und Sägen brauchen wir so schnell erstmal nicht. Ich werde jetzt hier auch einfach mal noch eine Goldschmelze hinbauen. Was soll's. So. Vielleicht noch ein Lager dazu. So. Schön mitten ins Pflanzgebiet von den Bäumen. Da gern mal nix. So, ja, läuft doch alles, ne? Getreide haben wir mehr als genug. Na gut, das Getreidefeld hier unten ist jetzt relativ schmächtig, aber dafür ist es effizient und geht schnell. Alter, wie viel Brot wir auch hier machen können. Brot für die Welt. Wo sind denn jetzt hier die Geologen hin? Einer sollte doch mal hier machen, oder? ...71% offensiv. Ja, vielleicht hätten wir doch mal anfangen sollen, irgendwie Wein anzubauen und dann eben die Soldaten aufzubessern. Aber gut, jetzt muss es so gehen. Wie gesagt, wir machen die Ork-Taktik einfach. Sehr gut. Und gleich den nächsten. Okay, na gut.